Dankeschön. Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Ich bin jetzt wahrscheinlich hier, um endlich mit diesem dummen Vorurteil aufzuräumen. Sind Männer lustiger als Frauen? Ein für alle Mal ja. Wo das geklärt ist, können wir der Frage nachgehen, warum das Weib nicht lustig ist. Denn ganz im Gegensatz zu Juden ist es Frauen nicht gelungen, durch ihre stete Unterdrückung einen genuinen Humor auszubilden. Doch Frauen brauchten ja nicht lustig zu sein. Die waren ja schön, charmant und mysteriös. Aber dann geschah's. Der Chauvinismus sagte Frauen, ihr müsst nicht klug sein. Der Feminismus sagte Frauen, ihr müsst nicht schön sein. Und leider haben sie beiden geglaubt. Jetzt stehen sie dumm und hässlich da und wollen zumindest lustig sein. Aber das hat nicht ganz funktioniert. Wenn von einer Frau gesagt wird, das ist eine Lustige, dann heißt das, dass sie gerne säuft. Es ist nicht ganz leicht als Frau in dieser Szene. Es kommt immer wieder vor, dass mich alte, weiße Männer hinten im Backstage dazu zwingen, sie zu duzen. Und ich will das einfach nicht. Aber manchmal gebe ich nach, aus Angst, dass sie sonst nicht mit mir schlafen. Ja. Ich musste ja sogar meine Eltern noch siezen. Aber wo hört man heute noch, ich danke Ihnen, Herr Papa, für jede einzelne Levite. Kraft Ihrer Schläge auf meinem Popo habe ich heute keine Zellulite. Selten, aber früher war das ein guter Indikator. Wer ob jemand seine Kinder haut, sieht man an der Bindehaut. Aber heute ist alles so amorph und distanzlos. Dieses dauernde Geduze, dieses ständige Umarmen, Küsschen hier, Küsschen da, mich macht das ganz paranoid. Da glaube ich immer, man verrät mich schon wieder an die Römer. Geben wir uns doch wieder die Hand. Aber die Handschlagqualität lässt bei vielen zu wünschen übrig. Selbst Männer schütteln sie oft so lose, dass ich mir ernsthaft Sorgen mache, wie die zu Hause onanieren. Ja, und da bin ich weg, ja, bei sowas, na. Weil bei so einem Handschlag, da kann ich mir schon genau vorstellen, wie labbrig der mich später würgt. Dankeschön.